Willkommen zum Halloween Marathon 2015. Hallihallo, Lucius Raccoon hier mit einem neuen Spiel und zwar Tonight You Die. Wir sind wieder auf dem Weg zu Halloween sozusagen. Und mal gucken, was uns diesmal erwartet. Ich bin gespannt. So, da, da. Wir finden uns an einem düsteren Ort. Okay. Wir hören nur unsere eigenen Schritte. Ah, da ist der Brief, den wir fallen gelassen haben. Wer hat uns wohl diese Nachricht geschickt? Wir tapsen durch das Dunkle. Keine Ahnung, wo wir am besten lang gehen sollen. Folgen wir einfach mal dem Licht. Wieder eine verlassene Bank. Ein sehr hübsches Kunstwerk. Wo soll ich mich nun hinwenden? Keine menschliche Seele zu sehen. Nur wieder ein Licht in der Ferne, das uns führt. Die grauen Betonklötze starren uns an. Und wieder Bänke. Aber was haben Bänke für einen Sinn, wenn wir sie nicht nutzen? Was ist das für eine Musik? Sie lässt mich erschauern. Gehen wir weiter. Ist hier irgendwo was? Nein. Wieder eine dieser Bänke. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ist das... Bringt uns das zu unserem Ziel? Können wir dort hineingehen? Denn dieses Gebäude ist auch nur eine leere Hülle. Gehen wir zu diesem Konstrukt. Es zieht uns an. Magisch. Und wieder hören wir diesen Ton. Lasst uns nicht verweilen. Gehen wir weiter. Oh Gott. Ich kann leider nicht so cool... Was ist das für ein Rauscheffekt? Man wird so paranoid, wenn man so die ganze Zeit alleine irgendwo unterwegs ist. Ja, ich bin eben nicht der ganz coole Typ. Wollen wir wieder in die Rolle steigen? So ein bisschen frage ich mich, kann ich mich hier verlaufen? Oder ist mein Weg vorbestimmt? Was ist der Sinn und Zweck, hier rumzuirren? Ich höre nur meine Schritte. Wenigstens ist diese unheimliche Melodie verschwunden. Aber sie wird wiederkommen. Bin ich sicher. So. Wo geht's wohl noch hin? Ich höre sie wieder. Ich nehme es als Zeichen, dass das mein vorbestimmter Weg ist. Da, 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 da. Ah, die kratzt echt ein bisschen an den Nerven. Wahrscheinlich soll das auch so sein. Ich weiß echt nicht, ob hier irgendwas noch auftaucht. Hat sich da was bewegt? Also langsam werde ich echt paranoid. So dieses. Oh, war da irgendwas im Schatten? Vielleicht? Aha.
Treppenhaus. Anscheinend wartet es auf mich. Endlich erhebe ich mich von den dunklen, düsteren Straßen. Hoch, hängen geblieben. Und hinauf geht es. Wieder begleitet mich diese Melodie. Mir wurde angekündigt, dass ich zu heute sterben werde. Aber durch was? Durch wen? Ich weiß es nicht. Und langsam wünsche ich mir auch, dass es vorbei ist. Diese Melodie, sie verfolgt mich. Ich gehe eine scheinbar unendliche Treppe empor. Kaum traue ich mich zu atmen. Die Musik wird immer lauter. Höre ich da meinen Herzschlag? Uah. Langsam wünsche ich mir wirklich, dass es vorbei ist. Ich frage mich auch, ob die Treppe irgendwann endet. Soll ich hier vielleicht gar nicht hochgehen? Soll ich hier überhaupt sein? Anscheinend erreichen wir das Ende. Vorsichtig jetzt. Was wird mich hier erwarten? Wieder eine Bank. Da scheint bald an der Spitze des Gebäudes zu sein. Ist dies mein Bestimmungsort? Wieder eine Bank. Ah. Oje, was ist hier nur los? Nichts als Schwärze sehen wir hier unten. Oh, das ist ja echt grausam, der Soundtrack. Und nun? Es gibt jetzt kein Zurück mehr, anscheinend. Wir sterben anscheinend durch unsere eigene Hand, oder was? Na gut, tun wir es. Bupp. Das war mal ein intensives Erlebnis. Ja. Das Versprechen wurde erfüllt. Interessant, was man alles so mit eigentlich relativ wenig Grafik und einem guten Sounddesign machen kann. Respekt. Kein Monster und nichts, aber gut, ich muss zugeben, ich wusste auch nicht, worauf es hinaus will. Das ist natürlich auch ein wichtiger, entscheidender Faktor. Aber die Musik ist schon ganz schön deftig, finde ich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen und das ist jetzt auch mal wieder ein Spiel, wo ich sage, okay, das war eine gute Auswahl. Ist eher so ein bisschen Psycho anstatt Horror, aber Respekt. Ja, die Credits warten wir noch ab. Immerhin. Na, wem danken Sie denn besonders? Deathbomb Arc, wer auch immer es ist. Aber der Soundtrack ist cool. Also ist das Lied jetzt am Ende. Da. Ja, cool. Ein Indie-Game, das seinen eigenen Soundtrack hat. Was auch immer diese Symbole bedeuten. Nun gut. Mal ein bisschen etwas Deprimierendes. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Teil. Bye-bye.